Kamera hat jetzt einfach nur geklaut. Bricht das ganze Bild bricht zusammen. Echt? Ja. So halt. Ja, es bricht sofort zusammen. Oh, das sieht ja fies aus. Hört bloß auf. Dürfte auch mal spinnen. Ja, also okay. Jetzt? Ja. Kannst du vor Ort nochmal reinmachen? Nee. Ach doch. Was ist denn nicht da drin? Ja. Das ist gut, das ist ja nicht. Das Nein. Ich habe es noch Welt. Gib mir Zeit. Darf ich auch mal? Ich will mal durchgucken. Mein Gang. Kannst du das letzte Kamera einladen? Hört auf, richtig? Das ist ja Blödsinn. Nimm mal die Bitte auf. Das ist viel interessanter. Ich interessant. Sehen Sie den Programmierer? Den Programmierer von Warp, den genialsten Spiel auf dem ST. Nein, ihn hast du drauf. Nein, nicht mich. Wo ist eine Gunde? Ja, da war alles sehr viel Glück. Auf 5. Uhr. Es ist mir scheißegal. Er war wach. Der reagiert erst gar nicht. Was ist eigentlich für eine Kolonne hier? Jetzt aus dem Federn schmeißen. Ohrenschmaus,
Verbrechen festgehalten für alle Ewigkeit. Ich weiß nicht. Hat also das Ding auch noch Ton oder was? Ja, hallo. An wen geht das? Golden Goblins. Die Golden Goblins, dann schicke ich eine Videokassette. Und jetzt hier, ich hab los. Ich geh ab hier. Ich hab TFMX-Musik. Ah ja, Jungenhüpfel. Ich glaub, es geht los hier, oder was? Nein, ich weiß, warum ich nicht gesehen habe. Yes, hey. Wir brauchen jetzt Saft, als wir von der Steckdose abbringen. Der macht den Spiegel ganz. Scheiße! Bleiben Sie stehen! Zeigen Sie es her! Keine Bewegung! Kein Schwanz bewegt sich! Manche, ich kann mit dem Gummi schießen. Du, oder was? Mann, aufhören! Aufhören! Das war eine Ruhe! Ich kann nicht auf mich! Tu es nicht! Los, schieß ihn schon ab! Aufhören! Oh Gott! Es war Ludo! Gibt kein Licht hier hinten. Film weiter. Sorry. Und zack! Genau ins Auge!
Ah! Einmal das Schnüll. Und jetzt der Udo, los. Und der Wassermann. Mehrere Stunden später. Wir begeben uns nun auf die Suche nach der Musik. Ob sie Fortschritte gemacht hat oder nicht. Das vorhin zu hörende Gekrächze war ja nur schauderhaft. Folgen Sie mir. Aha! Doch was sehe ich in meinen entzündeten Augen? Der Musikprogrammierer faulet elend in der Gegend herum. Ich muss es tun. Die Geräuschkulisse war also nur eine Attrappe. Doch bevor uns nun einige körperliche Verwarnungen begeben wir uns von dannen. Aber seid ihr bescheuert. Darauf war ich nicht gefasst. Und nun zwingen wir wieder den Programmierer zu seiner Arbeit. Ja, genau. Sofort begibt er sich arbeitseifrig an seinen Rechner. Was ist das? Was? Ich bin vertippt. Also. Scheiße. Jetzt aber nicht. Kann nicht kommen. Was? Er hat sein Passwort falsch getippt. Genau, weil ich mich die HD parken will. Doch was ist das? Überall erscheint die normale Arbeitsoberfläche. Ups. Wird er nun sein spezielles Musikprogramm laden? Aber doch was nur sehen wir da? Nein! Nein! Was soll das? Das ist mein neues Musikprogramm. Was müssen wir dazu sagen? Sag was zum Erik, das sieht er ja später. Sag was zum Erik, das sieht er. Aber keine Angst, dem werden wir einen Riegel vorschieben. Maus her, Maus her, Maus her. Siehst du, Erik, so geht das. Tut mir leid, dass er. Schade, dass er nicht dabei ist. Das ist echt hilfreich. Jetzt müssen wir noch so eine Uhr einblenden, so 3 Uhr mittags. Das wäre die Idee. Zeig mal die Uhr etwas größer. Wenn du sagst, sagst du Bescheid, ja.